Sohn inzwischen ist er Herzog Eberhard von Augsburg, 40 Jahre alt, und wir sind ein flexibler Anführer und Wohlgestalt. Wie man deutlich sehen kann. So, was machen wir als nächstes? Wir wollen natürlich Ravensburg eigentlich behalten oder soll man in Grüningen bleiben? Nee, ich will das jetzt. Der Reichssitz, manche Leute in Grafschaft von nee, inaktiv. Ja, und wir wollen hier hin. Das soll unser Hauptplatz, unsere Hauptstadt bleiben. Und wir schauen mal, was wir machen können, ob wir uns noch ein bisschen ausbreiten können. Wir können Kriege erklären, wir können Verbrecher einkehren. Kann Gräfin Wieler, schauen wir mal, wer ist denn das? Ein Vasall von uns wird auch nicht erfolgreich sein. Kann auch keinen Druck setzen. Okay, wen haben wir dann noch? Bürgermeisterin Walpurga. Ein Ratsverwalter und Vasall von uns. Können sie einkerkern? Das bietet eine Chance auf Annahme. Ränkespiel von euch plus 1. Ränkespiel von Bürgermeisterin Walpurga minus. Meinung von Bürgermeisterin Walpurga über euch plus 39. Eingeschüchtert von euch. Jawohl. Und warum sollte ich die einkerkern? Unverheiratet befindet sich in Peiting, Stadt von Peiting. Eigentlich hat die doch ein gutes eine Meinung von Frage ist schwanger. Okay. Naja, ich glaube, dass das nicht gerade nötig ist. Wir werden aber mal schauen, wen wir hier den Krieg erklären können. So rum. Lothring, nein, das lassen wir mal lieber. Wir können Herzog Ludwig, der Schinder von Steiermarker, das ist doch schön. Er hat 3 Verbündete, ich habe aber 5. Wir können Ansprüche von Graf Altmann. Okay, und Herzog Udo von Kärnten, der ist noch ein bisschen schwächer wie wir. Hatten der als Verbündeten Aargau. Aargau gehört auch nicht zu uns. Was wollen die denn gegen uns machen? Wir haben Ansprüche von Graf Altmann, erhält den umkämpften Titel. Wer ist denn er überhaupt? Mein Ratskanzler, mein Vasall und Ritter. Er ist verheiratet mit aus Bregenz. Soll ich ihm dazu verhelfen? Ist er denn auf jeden Fall ein mächtiger Vasall von uns? Wenn er die Grafschaft Kammersberg bekommt. Der kleine Zipfel hier. Könnten wir eigentlich machen, oder? Für 300 Prestige oder wir greifen den Schinder an. Wir haben auch an. Und er hat auch Schnittenfeld. Oh. Weiter weg. Oh, oder? Ja, das ist weiter weg. Dann wird er das bekommen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, wir würden erstmal ernten. Krieg erklären. Ihr habt geschworen, am großen Religionskrieg gegen Emir Mohammed teilzunehmen. Nach seinem Beginn wird dieser Krieg unentschieden enden. Oh nein, na dann natürlich nicht. Dann machen wir jetzt keinen Krieg. Ganz vergessen, wir haben ja noch ein Kreuz vor uns. Dann würde ich sagen, wir freuen uns, eure Vorschläge, Ausbildung anzunehmen. Ah, Kind zur Ausbildung schickt, dann würde ich sagen, wir schauen, was denn jetzt sein Grüß dauert, dass es so weit kommen musste. Ich weiß von euren ungewöhnlichen sexuellen Vorlieben. Wenn ihr wollt, dass ich schweige, werdet ihr tun, was ich euch sage. So, Graf Altmann, ja? Okay, alles klar. Ich verstehe. Ich war so erfahren darin zu reiten, zu zielen und zu treffen, dass ich immer dachte, nichts könnte meinen Rhythmus stören. Als ich ein weiteres Mal den Übungsplatz hinabgaloppierte, bringt irgendetwas außerhalb meines Gesichtsfeldes mein Pferd dazu. Ein Augenblick lang hält mich das Bewegungsmoment auf dem Rücken des Pferdes, dann scheint die Zeit langsamer zu laufen und ich spüre, wie ich den Halt im Sattel verliere. Okay, ruhig Mädchen, ganz ruhig. Da habe ich 42% Geschoss, erfahrene Reiter oder ich werde verwundet. Würde ich sagen, wir versuchen das, wenn ich leisten.
Ich spüre, wie es mich nach rechts und nach links wirft, aber nichts bringt mich dazu, die Zügel und den Sattel loszulassen. Schließlich beruhigen meine Kommandos das Pferd und bald schon stapft das Tier wieder eifrig auf dem getrampelten Boden. Stabil wie eh und je. Wow, sehr schön. Bin ich ein erfahrener Reiter. Sehr schön. Was haben wir da jetzt? Nicht, dass ich hier was verpasse. Nö, das ist eigentlich Ordnung. Genau, wir fördern noch eine Kultur. Wir wollen ja alles fränkisch bekommen. Eigentlich unser Masterplan schon die ganze Zeit. Wir haben hier in Schongau begonnen. Vielleicht können wir irgendwas ausbauen. Nein, nicht. Aber wir sind her. Ist das nicht unglaublich, wie schnell das da jetzt doch ging? Wann geht's denn hier los? In 6 Monaten. Ein bisschen vorlaufen lassen. Was ausbauen. Schuld und Scham suchen mich in letzter Zeit heim. All meine Sünden, meine Fehler, mein Scheitern durch finstere Gedanken. Mein Pflicht ab und halten nachts wach. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas tun muss, um diese geistigen Qualen einzumachen. Doch was? Wir helfen. Und denn da ja halt einschaffen. Unbedacht. Ja. Wenn es monatlich einer minus 15% Anspannungsverlust 20%. Ich müsste 125 zahlen. Oh je. Winziger Malus. Kampfgeschick. Schlecht eigentlich. Und ich werde verwundet. Auch noch. Ja, okay, wir versuchen das hier. Das ist nicht so dolle. Habe von Devon. Balderich. Ja, jetzt sind wir natürlich erstmal verschuldet. Das ist natürlich äußerst schlecht. Ich hoffe, der Heilige uns. Aufgabe mehr Kontrolle. Sehr schön. Dann werden wir doch gleich mal mehr Kontrolle. Aber erstmal Kempten erlangen. Oh, seid gegrüßt, mein stattlicher Lehnsherr. Möget ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben. Ich war euch immer ein treuer Vasall, doch ihr steht sicher, eigene Untertan habe. Ist dieser Graf Altmann, ne? Wohl keine Wahl zu bleiben. Als das Ganze ein bisschen zu lockern mit dem Jungen. So. Endlich ist die Zeit gekommen, den heiligen Zorn von St. Georg über die elenden Ungläubigen von Jerusalem zu bringen. Mit rechtschaffener Wut brennend bricht die vom Papst Hadrianus aufgestellte große Armee von Kreuzrittern mit unnachgiebiger Entschlossenheit auf, mit göttlicher Gerechtigkeit über das Böse zu siegen und sich ihren Platz im Himmelreich zu verdienen. Neues Wut, das geschehen. Ein bisschen Gold. So ist wahrscheinlich. Erstmal Gold verlieren, jetzt schauen wir mal, wo wir hinziehen möchten überhaupt. Das hier ist doch schon ein Echo. Aber eigentlich ein Unterkandidat. Das betreten aus Krieg aus. Wähler ist jetzt schon ausgetreten. Endlicher Kriegsraum, wir kennen diese Kriegsräume. Exkommuniziert. Warum? Weil er sich wahrscheinlich weigert, den Krieg mitzugehen. Oh, meine Schwiegertochter Beatrice hat ein Kind zur Welt gebracht. Als Teil der unrauchiger Dynastie ist, sollte es mit einem guten Namen gesetzt werden. Gut, dann geht mal unser Trupp Jerusalem. Dann 2 Titel. Grafschaft von Baden und von Ulm. Okay. Nicht viel Bewegung. Machen aber leider Schulden. Weiterhin bekannt. Ja, eigentlich hierhin nach Aleppo. Ah, jetzt. Jetzt tut sich hier einiges.
So, das sieht gar nicht gut aus für die. Gut, die werden alle nach Aleppo verscheucht. Auch nicht. So, aber. Voll zu groß. Euherzig. Ist das auch bis zu lang? Erst in Aleppo. Oh, es gibt wohl bessere Möglichkeiten, schneller zu beenden. Würde ich ja gerne, aber ja schon. Das Gräfin Wieler wechselt die Kultur. Was? Augsburg? So wechselt die Kultur. Welche Kultur wird sie? Schäbisch. Wie ich da keine Kultur? Kultur. Weiß ich doch. Ah. Vom Bayerisch zu Schwäbisch. Immerhin schon mal. Das ist ein bisschen besser. Ah, ich kann Vorzüge wählen. Schreckenszug. Naja, es ist schon mal besser wie Bayerisch. Oder? Die rennen den kleinen Trupp dahinter. Das so viel Sinn macht. Gesicherter Nachschub. Der Befehlshaber von Armee muss auch darauf achten, dass seine Soldaten auf langen Feldzügen ausreichend Essen, Trinken und Lagervorräte zu finden. Daher sollte ich mir überlegen, wie ich sicherstellen kann, dass meine Soldaten im Feld immer die Vorräte haben. Genügend. Ich könnte mal Geld verlieren, aber ich habe auch Geld. Versuchen das. Ich habe mich so an so viel verfügbaren Kaufland gewandt, um herauszufinden, wer meine Truppen am besten versorgt. Ein Händler hatte sehr gute Preise, also traf ich die Vereinbarung, den Großteil der Vorräte meiner Armee von ihm zu beziehen. Aber als es dann an der Zeit war, die Lieferung abzuholen, fehlte von seinen Waren jeder. Ein Schwindler. Na super. Truppen werden jetzt ein bisschen... Der Kreuzzug sieht aber ganz schlimm. Unsichere Straßen in Grüningen. Oh, oh, oh. So, das hätten wir. Guck mal, Belagerung. Und wieder haben wir jemanden gefangen genommen. Dann werden wir mal hierhin weiterreisen. Mal denn da. Niederlage. Das ging ja schnell. Das ist der schlechteste Erfolgszug, den ich je hatte. Aber gut, wir haben einige Gefangene. Na gut, jetzt ist die wieder freigelassen worden. Na super. Was? Gestorben? An Schwäche. An Altersschwäche ist die gestorben. Oh Mann. Das ist natürlich total tragisch. Naja, dann gehen wir mal zu unserem Reich zurück. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Achso, und hier ein bisschen schauen, dass wir die Königin wieder alles... Lot kriegen hier. Größere Kontrolle, Aufgabe erledigt. Belagerung gefangen gemacht. Okay, unsichere Straße verloren. Sehr gut. Jetzt das mal. Wir sind schweißgebadet, müde und hungrig als ein langer Trend. Ja, gut, den Trip. Als wir uns nach dem Lagerplatz umschauen, sehen wir am Horizont eine alte verlassene Burg. Ein paar Mal tief durchatmen, sage ich, dort werden wir heute Nacht verlagern. Die Sonne geht unter und mit jedem Schritt, den wir näher kommen, wird die Ruine unheilvoller. Es dauert nicht lange, bis die Soldaten geistern. Ah, lasst uns unsere Zelte vor der Burg aufschlagen. Höchste Zeit, dass wir uns ausruhen. Ja gut, dann halt vor der Burg. So, wer ist denn hier? Wir sind Oberhaupt. Ich bin ja da Innovationen, Rüstungsmauern,
mache ich denn? Stammes Herzogtum. Wenn ich denn irgendwie. Nee. Herrer Ratsposten? Warum ist jetzt schon wieder passiert? Starb, weil sie krank war. Bürgermeisterin Walpurga. Ja gut, die kann ich jetzt auch nicht mehr einkerkern. Gut, das ist die Gräfin Wieler. Und sie wohl hier. Der Ratsverwalterin. Nicht gerade die Beste, aber was soll man tun? Fraktion hat sich aufgelöst, ja. Der Tod. Krankheit. Ihr haltet 50 Kriegsführung und Atarit Manit. Das geht. Oder wir erhalten respektierte Galions. Aufgebot Verstärkungsrat 25. Was ist denn das? Den Ritter und Freund. Ist ja schon ein Freund von mir, der Madit. Besser ist mehr Truppen. Ich müsste halt aus dem Minus rauskommen, um jetzt wieder was zu erobern. Euer Nachbar Herzog Nobert hat gegen euren anderen Nachbarn Graf Jakob einen Krieg gewonnen. Bayerischer Anspruch auf Graf. Von Hohenburg. Unsere Hofärztin Gilbjörg von Scham ist gestorben. Ist das tragisch. Tapfer. Okay. Brauchen natürlich ganz dringend Albrecht. Einen neuen Hofarzt. Ofen A, eine Zeugwart. Kann auch gleich noch Erzeugwart werden. Der ist ja alles. Der ist Erzeugwart, Hofarzt. Okay. Aber gut, passt. Und wieder eine Aufgabe erledigt. Wir haben die Kontrolle dann noch Ulm, würde ich sagen. Mehr Kontrolle über Umwelt. Und wir haben jemand erwachsen. Winfrieda ist unsere Tochter. Wir wollen natürlich matrilinear haben. Oh, der Karl. Nicht so schlecht. Dann haben wir hier, was hat die denn? Hat sie nichts. Aber der hier sieht doch schon mal ganz gut aus. Valise. Und auf jeden Fall hübsche Kinder. Wohlgestalt. Lass doch ihn hier. Unsere Winfrieda heiraten. Wir brauchen nicht unbedingt ein Bündnis aktuell, aber. Kinder ist. Cilio und Winfrieda. Ja. Kommen wir jetzt noch aus den Schulden raus? Ungau bald fränkisch. Wird man wahrscheinlich wieder hier oben irgendwo. Wappen des heiligen David wurde vernichtet. Das war ein Stück von uns. So. Wir können vier. Nur noch Udo und ihm klären. Gold unter. Denn weniger. Schauen wir mal, ob wir noch. Oh ja, wir können noch. Können noch aufrüsten. Brauchen wir das gerade? Priesen sei dankt Brigida. Der Hilda gebar einen perfekten kleinen Sohn. Opo. Opo. Ich brauche einen guten katholischen Namen. Magnus. Genau. Magnus ist besser als Profi. Mein Gott, habe ich viel. Eine so gut. Sohn und Mündel.
Magnus. Gut. Ja, jetzt wäre die Frage, machen wir weiter? Wollen wir uns weitere Länder reinholen? Besser gesagt, klein, miesen Typ. Nicht so alt hier. Der hier. Auf Altmann. Guck mal. Weiß, dass ich pervers bin. Er wartet im Rat zu. Gut, das wäre die einzige Möglichkeit. Den Ausbreiten. Alex, lass uns das machen. Eben wurde den Kampf erklärt. Jetzt schauen wir mal, wen wir rufen können von unseren Verbündeten. 70 leisten. Dann hätten wir nochmal 75. Nein. Viel. Noch. Noch zu viel. Und ein Haus noch. Wir hätten Argau. Also, gehen wir mal hier rüber. So, jetzt kommt ein paar Verbündeten hier. Dann noch dazu und wir können, wie ich gerade sehe, Kurakzent. Ah, hier sind wir fränkisch, hier sind wir bayerisch, hier sind wir schwäbisch. In Bayern aus Augsburg, fränkischen. Zwischen Schwäbisch und Fränkisch. Ja, Kultur fördern. Fördern. Kulturisch, Fränkisch. Zuerst im Burgau oder zuerst. Da. Gucken wir mal, er hier. Okay, der sieht erstmal. Ihr habt 100 eingesetzt. Warum bin ich denn? Warum habe ich denn auf einmal die Religion geerbt? Habe ich jetzt gerade die Religion geerbt? Ah. Das war jetzt gut. Ah ja, gut. Dann nach dem Krieg mal schauen. Ihr könnt sich anschauen. Mal schnell hier neu. Schlotzen. So, jetzt ist die Frage. Auch hier. An Glauben an. Will keinen neuen Christen glauben. Doof. Andere glauben. Wird mich das? Okay.
Ja, das war jetzt doof, weil ich ein bisschen übermannt wurde. Den Händen. Ich werde schon wieder überwältigt von Anspannung. Hört doch mal auf. Ja, was ist das denn? 6000? Ach du Schande, wo sind denn meine ganzen Bündnispartner? Eigentlich schon verloren. Händler gerufen, der Gegenstädter hat Tempelritter gerufen. Weil wir eine andere Religion sind. Oh, das lief ja voll wieder mal schief. Also wirklich. Also so kann man doch nicht spielen. Eieiei. Habe ich auch noch eine gefährliche Aktion. Ah. So, ich glaube, wir müssen den da holen. Sieht nicht gut aus, Leute. Jetzt auch noch da hoch. Muss wieder zum katholischen Glauben, das war total dumm. Nehme ich hier natürlich mit voller Stärke an. Kann kein Verbündeten mehr. Ich kann nur Kriege erklären, ich kann ihn. Viel zu teuer habe ich ihn. Eieiei, was ist doof. Irgendwie auseinanderpflücken. Bin ich äußerst schlecht. Ich würde wieder katholisch werden. Den weißen Frieden an? Nee. Verlieren eigentlich. Bündnisse werden wahrscheinlich irgendwann auslaufen, oder? Ja, der 10.000 Truppen. Kann ich nichts ausheben, das wird wahrscheinlich auch gar nichts bringen. So, wieder jemand erwachsen, mal gucken. Mal gucken. Das wäre mein Neffe. Grafschaft von Armies.
Irisch, Fränkisch, Walisisch. Könnten auslaufen. Würde ja auch nichts bringen, würde ich trotzdem verlieren. Frage wäre, was kann ich gegen die tun jetzt? Weil es geht ja nur gegen mich. Solange ich nicht kann. Ich muss halt wieder katholisch werden. Das war eine echt große Aktion. Abballotte. Ecken. Socks. Wir haben ein neues Bündnis gehabt. Beisammen. Also wir sind ja noch... Der hat jetzt wahnsinnig viel Bündnis. Sind irgendwas, mit denen wir noch kriegen? Haben, wo wir vielleicht dort hier oben halt mal nach Fulda mal da ein bisschen was ausrichten. Immer schlimmer. Oh Gott, ich bin ja noch krank. Oh Mann, es läuft ja wieder. Schnittenbrot. Nach Kassel. Fulda wollte ich zu. Machen die jetzt? Die lassen sich jetzt aufreiben. Okay. Es hilft alles nichts. Was würde denn passieren, wenn ich kapituliere? Ein schwaches Befehl, wir müssen kapitulieren. Es hilft alles nichts. Dieser Miese, echt. Gut, dann werde ich jetzt erstmal die Vasallenbande ändern. Druckmittel einsetzt. Das geht nicht. Warum nicht? So war es erst. Da habe ich na, viel Geld minus, aber ich muss unbedingt wieder katholisch werden. Das bedeutet erst einmal da hier Alpsee Rolle erlangen. Sehr schön. Sobald ich genug Frömmigkeit habe, wieder katholisch werden. Eieieiei. Also ich meine, ich halte mich ja relativ gut dafür, dass es dass so viel Blödsinn passiert. Lesen, ne?
um hier noch ein bisschen solchen Abwerbungs... ...was ich gerade bin. Hochverschuldet, das ist das. Sollte eigentlich immer das erste Augenmerk sein. Gefährliche Fraktion, ja klar. Geht's natürlich auch noch los. Bauen, machen wir denn Baldur kann heiraten. Baldur ist unser Sohn und Ritter. Wir gehen mal hier auf Bündnismacht. Oh, sieht sehr gut aus. So schlecht. Oh, die. Französisch. Ja. Die will ich haben. Wir werden auf jeden Fall eine schöne Dynastie. Aus. Nicht länger unser Hofen. Warum nicht? Also, solange ich so viel Schulden habe, wird es schwierig, die Kontrolle hier zu behalten. Versuch. Müssen wir wieder hin. Jetzt wenigstens keiner angreifen. Bin dann doch zu stark. Viele Verbündete. Ein Kinder, Kinder, Kinder. So viele schöne Kinder. Ich will immer noch katholisch. Den falschen Herzog Eberhard. Viel zu lange unterliegen wir schon unterdrückt. Niemals ist das Los der Bauern, uns zu dienen. So, die Bauern wollen den Aufstand. Zürich wird belagert. Wir nehmen mal an. Sieht echt krank aus. Oh je. Ah, jetzt ist er ein bisschen gesund. War für ihn schon vorbei. So sei es. Ab in den Kerker. Bauernpöbel. Bin schon mal. Hier der Gefangene. Ne? Mit dem diese Welt. Was machen? Logistiker, Pionier. Belagerungszeit. Logistiker, Versorgungsdauer. Boten. Er ist katholisch. Oh, unsere Kultur hat. Ja. So, hier noch. An folgendes Bauern ausgebaute Stammesfeste kann folgendes Gesetz erlassen, begrenzte Lehns. Ah, okay. Herrscher können zwischen verfügbaren Erbteilungsnachfolgerechten wechseln. Titel können aberkannt werden, Vasallen können entzogen werden. Vasallen einer Glanzfolge geben mindestens 5% der Aufgebote und 2% der Einnahmen. Ich nicht. Ich werde wieder einsiedlerisch. Das ist ja schlimm.
Ich glaube, ich mache das hin. Wir verabschieden das Gesetz mal. So. Ein neues Gesetz. Nicht mehr von Anspannung übermannt. Von allem anderen. Ich meine, die Korruption haben wir jetzt auch noch. Schlecht verwaltete Bevölkerung und ein Bündnis ist abgelaufen. Und ich habe keinen Hofnamen mehr. Und, oh mein Gott. Ist das der Tod euch uns scheidet? Bündnis ausgelaufen. Bündnis ausgelaufen. Hilfe! Wir brauchen einen neuen Hofnamen. Mir fehlt ein Ehegatte. Gesundheit gut. Oh, das ist ja ganz schön. Hätte man denn hier Bündnis macht? Sich ganz hier ins Sächsisch. Wunderhübsche Pauline. Ausgezeichnet. Guck dir das mal. Hocken die da? Was ist denn da drauf? Super. Aha. Wer ist denn er? Spielerbe und Sohn von euch. Earl Baldarich von Devon. Oh, ja klar, Bündnis aushandeln. Eieiei, Bündnis mit meinem Sohn. Ja, das ist doch mal schlecht. Jetzt brauchen wir bloß noch wieder katholisch werden. ...43 fehlen. Okay, dann werden wir auf jeden Fall wieder katholisch. Halt unser Ding, fränkisch und katholisch. Ja, Kontrolle wieder erlangt. Okay, dann noch Lüningen. Der Typ hier passt mir. Ja. Wer gibt weiter Kinder für das Team? Grafschaft von Grüningen hat verloren. So, wir benötigen nicht nur die absolute Kontrolle über Grafschaften, sondern mehr Geld. Ihr bezahlt 30 an Graf Bruno. Graf Bruno erhält 150. Bruder und Ratsmarschall. Die Ausbildung ist erfolgreich. Ihr erhaltet Eigenschaft Furtner. Ja, lasst uns mal. Wie kann uns theoretisch keiner schlagen? Allerdings. Graf Bruno mag nicht überraschen, doch ich bin trotzdem zufrieden. Endlich weiß ich, worum es bei dem da. Ich brauche natürlich trotzdem Geld, aber ich könnte jetzt. Ihr habt die Eigenschaft. Ja. Mein Bruder hat den ganzen Welt mein Geheimnis offenbart. Oh mein, ich bin gerade völlig in der Ekstase, als mein Bruder Graf Bruno den Raum betritt. Entsetzt reißt er die Tür weit auf. Herzog Eberhard, was soll denn das bedeuten? Graf Bruno hat euer Geheimnis perverse aufgedeckt. Ihr seid Rivalität mit Graf Bruno näher gekommen. Hat. Wahrscheinlich noch schwieriger. Katholisch zu sein. Natürlich, das war doch klar. So, das ist ausgelaufen, ja. Warum? Weil mein Bruder es verraten hat. Der miese Kleine.
Geld, Geld, wir brauchen Geld. Geld, was ist da hier los? Als ich mich gerade für eine Nacht zurückziehen will, spielt sich vor meinen Augen eine unfassbar unterhaltsame Szene. Meine Schwester Richvara verfolgt nackt wie am Tag ihrer Geburt meinen Hofnamen mit einer Axt. Kommt her, gebt mir ein Kleider zurück oder ich hacke euch in Stücke, schreit Richvara. Oh, mich kriegt ihr nie. Ihr braucht eure Kleider, um mir mein kuscheligen Narrennest zu bauen. Winfrieda kichert und will ein Arm voll gestohlener Kleider. Kontra. Verliere Anspannung. Ich verliere auch da Anspannung. Wieder Richvara. Okay, egal wie. Okay, dann machen wir das. Sommerheizen, komm, ich will noch katholisch werden, bevor wir die Runde beenden. Heute seid gegrüßt, mein dreister Vasall. Ich bin zum Schluss gekommen, dass ihr nicht über ausreichend Würde, Verantwortungsbewusstsein für den Titel Herzogtum Burg verfügt. Daher fordere ich diesen Titel auf der Stadt. Nein. Ab. Er will mich angreifen. Nein. Verbindet. Was? Der. Hin, okay. 150, okay. Hausmitglieder. Rettet mich. Bagau. Nein, auch nicht. Ja. Okay. 11.000, ja sicher. Jetzt wollen wir es wirklich wissen. Was ist denn das hier eigentlich? König ist umschließen immer Bündnisse während. Während sie im Krieg sind. Das gibt's doch nicht. Ja klar, ich bin pervers, katholisch. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Mann, das alles nur weil. Das ist ja toll, dass ich jetzt hier. Ja, ist sehr gut. Ja, was soll ich denn machen? Ja, Leute. Gelobt sei Gott. Super. Eine Entscheidung Gott zu konvertieren, dass ich am Priester an meinen Hof komme und die Ritten durchführen. Bei den Schriften zitiert, kann ich spüren, wie der Glaube in mir entbrennt, ohne jeden Zweifel. Fahrt. Doch ganz gleich, wie groß man einfach auch sein mag. Aufwarten, dass man der König tief. Ja, das nicht. Na toll.
Ach, das ist jetzt nicht mehr so schön. Was da passiert, also ich werde jetzt kapitulieren müssen. Was passiert, wenn ich kapituliere? Der wird mich einsperren. Verlieren. Ich bin frei. Mal gucken, ob wir da wieder rauskommen. Das werden wir dann nächstes Mal sehen, was jetzt passiert. Erstmal werde ich hier zum Aufseher. Hab mich befreit. Sehr interessant. Geräte kann heiraten. Wenn wir jetzt noch durchziehen. Hier irgendwas Interessantes in den oberen Reihen? Nein, nicht. Aber ein anderes Haus hier in Holländisch. Oh, nein, nicht. Ja, der ist furchtbar alt. Oh, furchtbar alt. Hier einen jüngeren. Ja, alle furchtbar alt. Blutbärt. Gut, die ist 42. Nehmen wir den. So. Also, ich bin wieder katholisch. Ich bin geflohen aus dem Kerker. Wir haben meinen Sohn erschlagen, Baldur. Heißt, höre mal wieder Rache. Wir werden sehen, was als passiert. Gegen uns wurde natürlich eine Fraktion geschaffen. Graf Altemann, der ganz schön frech ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.